läuft nur hier rein. Alles gut. Da liegt's, glaube ich, gar nicht. Vielleicht machst du auch mal dein Eckfenster zu. Ja, Tag 20 begann für uns mit einer regnerischen Fahrt über die kroatische Grenze. Während der Fahrt tropfte es uns ins Auto und wir waren froh, dass wir endlich die Alpen mit seinen Menschenmassen hinter uns lassen konnten. Kroatien ist bekannt für seine atemberaubenden Küstenlandschaften, die glasklaren Gewässer und die unberührte Natur. Wir waren besonders froh, dass wir wieder mit unserem Bus freistehen konnten und dass es touristisch nicht so überlaufen war wie in den Dolomiten. Mit dem ersten Stellplatz hatten wir schon mal Glück und wir freuten uns auf weitere Erkundungen in Kroatien. Tag 21 war ein besonderer Tag für uns, denn wir freuten uns schon sehr aufs Mittelmeer. Wir besuchten einen Stellplatz, an dem wir bereits 2017 mit unserem Pajero eine Nacht verbracht hatten. Hier hatten wir die Gelegenheit zum Schnorcheln und konnten die wunderschöne Unterwasserwelt erkunden. Es war ein wundervolles Gefühl, wieder an diesem Ort zu sein, und wir genossen jede Minute unseres Aufenthalts. Wir haben hier einen sehr schönen Stellplatz. So ein kleiner Hafen. Da liegen auch zwei Boote. Ich hoffe, wir gehen da mit niemandem auf den Sack, dass wir hier sind. Aber war noch jemand hier und das schien in Ordnung zu sein und so. Und ja, Melli will jetzt nochmal schwimmen. Und ich, heiß. Und ich koche mir was zu essen und das. Jetzt gleich mal meinen Kram da reinhauen. War auf jeden Fall sehr schön hier. Ja, unser nächster Stopp war wieder direkt am Wasser gelegen. Auch hier hatten wir die Möglichkeit zum Schnorcheln. Und dieses Mal machten wir eine ganz besondere Entdeckung. Wir fanden ein kleines Schiffswrack auf dem Meeresgrund. Es handelte sich wohl um ein altes Fischerboot, denn auch Krabbenkörbe lagen in der Nähe. Es war faszinierend, die Überreste des Wracks zu erkunden und die Geschichte dahinter zu erahnen. Am nächsten Tag fuhren wir zum sogenannten Drachenauge, der Quelle der Cetina, welche einer der größten Quellen in Kroatien ist und bis zu 150 Kubikmeter Wasser pro Sekunde ausstößt. Die Tiefe der Quelle beträgt etwa 115 Meter. Doch kaum waren wir unten angekommen, ereignete sich ein schrecklicher Vorfall. Ein etwa dreijähriger Junge war auf die Quelle zugegangen und rutschte plötzlich in den Abgrund. Durch Zufall hatte ich meine Kamera eingeschaltet und konnte den Ton festhalten. Ein Mann beobachtete die Situation und war sofort bereit, ins Wasser zu springen. Der Junge sank wie ein Stein und hätte der Mann nicht so schnell reagiert, wäre er ertrunken. Als der Mann das Kind rettete, gab es einen großen Applaus zur Anerkennung seiner mutigen Tat. Nachdem wir den Schock verarbeitet hatten, schnappten wir uns unsere Neoprenanzüge und gingen in die eiskalte Quelle schnorcheln, um das Drachenauge in voller Pracht bestaunen zu können. Wir haben ja ein wunderbares Tanksystem, und zwar haben wir zwei Edelstahltanks unten und die werden jeweils hier mit einer Gardena-Schnellkupplung befüllt. Und tja, wenn wir mal keinen Schlauch zur Verfügung haben, dann haben wir uns hier so ein Adapter gebaut. Dass wir einen Trichter haben und unser Trinkwasser in diesen kleinen praktischen Behältern. So, wie macht Marius das jetzt?
Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt, aber es sieht gerade richtig, richtig, richtig krass aus. Die Wolken, die drücken sich gerade hier dieser Bergkette so rüber. Das sieht sehr cool aus. Ich zoome mal ein bisschen ran. Um die Quelle nochmal in all ihrer Schönheit betrachten zu können, beschlossen wir, sie am nächsten Morgen erneut aufzusuchen, bevor die meisten Touristen kommen und den Grund aufwirbeln. Dieser Plan ging auf und wir wurden mit spektakulären Bildern belohnt. So, Update, wir machen hier gerade eine Probefahrt. Geländeuntersetzung ist drin. Wir haben es vorsichtshalber nochmal mit einem Spanngurt gesichert. Aber er scheint drin zu bleiben. Hoffentlich. Also 4x4 ist kein Problem. Er hat gerade gemacht. Also unter Last wird er wahrscheinlich das nicht so gerne mögen. Das ist doch gut, wenn er das schon mal mitmacht. Das ist ja alles gut. Kleiner Spoiler, die Geländeuntersetzung sollte nicht halten. In der nächsten Folge machen wir einen Abstecher nach Bosnien-Herzegowina und besuchen die Stadt Mostar. Wir hoffen, dass euch unser Abenteuer durch Kroatien gefallen hat und ihr, genauso wie wir, die Schönheit der Natur Kroatiens genießen konntet. Denkt daran, Zeit für Abenteuer ist nicht irgendwann, sondern genau jetzt. Und wenn ihr noch mehr solcher Reisevlogs sehen wollt und wissen wollt, wie es auf unserer Hochzeitsreise weiterging, dann abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.